Was mir in der Pause gerade noch eingefallen ist, wir hätten ja bei den Engi einen Mettbrötchenverteiler bekommen können, aber dafür braucht man auch eine Krankenstation. Also muss man darauf achten, oder es einfach bedenken, sagen wir es so, dass man eine Krankenstation hat, ehe man das Ding einsetzen kann. Ja, das Lanyos-Schiff ist super, sieht vor allem super aus, aber die Klonstation finde ich eher hinderlich. Was einfach nicht ganz meinem Spielstil entspricht, aber erst einmal hallo-seits und willkommen zurück bei Faster Than Light. Mehr Strom wäre nicht schlecht für maximalen Antrieb und dann vielleicht wieder den Antrieb ausbauen, aber auch so langsam mal auf die Waffen gucken bzw. auf das Hacking achten, wenn die dann mit mehr Schilden ankommen. Erstmal springen wir hier weiter. Hier müssen wir jetzt sowieso hin. Hier wäre Quatsch, dann muss ich ja nach oben. 15 Treibstoff, da müssen wir uns erstmal auch keine Gedanken machen. Erst so bei 9 in etwa. Und an diesem Signalpunkt befindet sich eine Treibstoffstation. Wir können hier Treibstoff kaufen. 6x Treibstoff kostet normalerweise 18 Schrott. Ich würde voll zuschlagen, denn Treibstoff werden wir irgendwann eh kaufen müssen. Und hier gibt es das günstig. Das Zeug. Ja, letztens das eine drunter und dafür 9x Treibstoff, das war wunderbar. Besser geht's kaum, aber ich werde hier voll zuschlagen. Vielen Dank für den Handel. 6x Treibstoff gewonnen. 21. Noch ein Laden, den lasse ich jetzt aus. Und jetzt die Frage, wohin hüpfen? 1, 2, 3, 4, 5, vielleicht sogar 6 mit dem Punkt oben rechts drüber. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Du fängst den Notruf eines Engi-Schiffs in der Nähe auf. Hilfe erbeten. Gefahr vorhanden. Zerstörung steht bevor. Auf den Hilferuf reagieren und das Schiff anfliegen. Auf Abstand bleiben. Nö. Wir wissen, was da ist. Eindringlinge. Ein Engi-Bomber. Du erhältst eine weitere Nachricht des Schiffs. Dieses Mal aber von einem Mantis. Dumme Fleischsäcke, ruft er. Die Sensoren melden, dass sich das Schiff nähert und von der Station teleportieren sich Eindringlinge an Bord. Also auch ein Engi-Bomber und kein. Warum sind da Mantis drauf? Eieiei. Bombe, 3 Schusslaser, 1 Schusslaser und was gegen Hacking. Okay, wir dampfen hier ab. Und eine Abwehrdrohne. Ach, du Kacke. Zum Glück haben wir einen zweiten Schnittpunkt. Wenigstens das. Wen schicke ich denn jetzt runter? Ich werde eh nicht kämpfen wollen. Ich brauche jemanden bei den Türen. Ich will aufmachen. Der kann jetzt durchspazieren, aber gleich ist er drin gefangen, weil er sich auf den Sauerstoff konzentriert. So, und zwar jetzt. Ich werde nicht kämpfen. Das schaffen wir nicht. Wobei. Ist ja bloß ein Einer-Schild. Ja, die Waffen sind stark, aber die haben ja nichts zum Zeug abschießen. Aber ich will erstmal den loswerden und ich will lieber ausweichen können, als schneller Waffen nachladen. Ja, obwohl wir die Waffen gleich ausschalten möchten, gehe ich von den Waffen weg. Es fühlt sich einfach irgendwie besser an. Gehst da auch mal weg zu sich, weil der kommt da auf jeden Fall durch. Dann machen wir hier schon mal auf. Hier können wir auch gleich mal offen lassen. Waffen noch nicht bereit. Dann kannst du jetzt mal zu den Waffen gehen. Au. Dann ist da einfach jemand. Bombe fliegt. Wir verfehlen. Einmal getroffen. Der Dreischusslaser ist noch da. Einmal verfehlt. Ja, super. Hatten wir nicht schon 25% ausreichend? Ach ja, wegen einmal Strom weniger da. Hier oben ist wieder Sauerstoff. Nein, du gehst da lang. Mann, ich hasse das. Das nervt mich auch, dass der immer durch den sauerstoffarmen Raum gehen möchte. Weil es halt der kürzere Weg ist. Aber nicht der klügere Weg. Naja, kriege ich eh nicht mehr raus. Du
Schluss mit den blöden Waffen jetzt. Oh, das Schild ist ihm auch noch angekratzt. Gut, der kann gerade gar nicht schießen, aber doch, Bombe, der müsste mir ausweichen können, deswegen warten wir einfach. Können wir währenddessen mal vorausweichen. Gar keine Waffen mehr, ja wunderbar. Oh, wie lange der betäubt ist. Na, das wäre auch eine gelbe Bombe, eine Betäubungsbombe. Hab kurz überlegt, auf das Waffensystem zu gehen. Interessant, der hat drei Balken dort mindestens. Aber nee. Jetzt ist jeder Schuss ein Treffer. Läuft wunderbar, der Kampf. Ich wollte erst abhauen, weil ich mich einfach vor seinen Waffen und Drohnen so erschreckt habe. Aber die beiden Drohnen machen ja nichts. Wenn das zwei Angriffsdrohnen, dann wären wir abgehauen. So, wir könnten wieder einen Schildpunkt haben. Die können gerade eh nicht schießen, aber hey. Wir machen einfach mal. Komm, schieß nochmal. Schade, er schießt nicht mehr. Ich wollte nochmal schießen lassen, aber ich wollte jetzt auch nicht zu viel riskieren. Am Ende kriegen wir noch irgendwie durch besondere Umstände einen Hüllenschaden. Das ist mir dieser Erfahrungswert nicht wert, den wir da vielleicht durch diesen einen Schuss bekommen. Das Schiff explodiert und hinterlässt zwei Raketen drunter und 26 Schrott. Wir hatten schon lange kein Hacking-System mehr aktiv. Ich kaufe mir erstmal Strom für wieder maximal ausweichen. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, passt. Heilung durch Sprung. Wieder ein Einerschild. Keine garstigen Waffen mehr so. Allen voran kein Raketenwerfer. Ein Einerschuss schätze ich und eben was. Ja, die können nichts machen. Was gar kein Schild mag. Kaum ist der Sprung abgeschlossen, warnt dich auch schon dein Schiff, dass sich ein Schiff mit geladenen Waffen nähert. Solange die bloß einmal schießen, ist es uns schnutzpiep egal und wir können nebenbei mal 20%ig ausweichen. Also spannen wir wieder einen Drohnenteil. Also Verbrauchsgüter haben wir gerade gut auf Lager. Ein Schuss, ja super, und der verfehlt auch noch. Dann können wir ein klein wenig mit denen spielen. Gerne sollen die ganze Zeit schießen. Ausweichen können sie jetzt nicht, also jeder Schuss ist ein Treffer. Müssen gleich zwei Räume reparieren. Ah, wieder drei Balken, mindestens. Ich weiß, die kann ich ausweichen. Ich hätte auf den Sauerstoff gehen können sollen. Naja. Schildsystem auch komplett im Eimer. Aber schießen dürfen sie noch. Und uns Erfahrungspunkte spendieren. Das bleibt aus. Den Antrieb wollen sie überhaupt gar nicht reparieren. Türen sind schnutzpiep egal, da kann man bei denen wird es eh nicht brennen, oder? Na, Außentüren sind ja eh nicht. Einfache Türen müssen eh nicht drüben. Cockpit. Tschüss Sauerstoff und tschüss Schiff. Wir halten zwei Raketen drunter und 19 Schrott. Ich vermisse meinen Schrottbergungsarm, den ich nicht mitnehmen konnte. Magma dürfte jetzt wieder grün sein, jawohl. Die Sensoren melden ein großes Asteroidenfeld in der Nähe. Mit einem Zweierschild werde ich es wohl machen. Wenn ich da reingehen darf. Auf kurze Distanz könnten sie nützliches Material ausfindig machen, während sich der FTR-Antrieb auflädt. Ach so. Fünfer Höllenschaden war das Schlimmste, oder? Würde ich aber auch in Kauf nehmen, ich erkunde das Asteroidenfeld. Du entdeckst die Überreste eines Schiffs, das auf einen Asteroiden gestürzt ist. Es verfügt noch über funktionstüchtige Raketen. Zwei Stück und, vor allem, sehr gut, 25 Schrott. Risiko hat sich gelohnt. Vorher noch ausgeben, bei den Türen mache ich das jetzt. Wir sind zu viert, ja, da könnte ich jemanden abziehen, aber alle vier wichtigen Räume sind besetzt, das soll auch so bleiben. Wenn jemand zu uns kommt, dann muss er erstmal durch verstärkte Türen. Das soll ich auch bald mal ausbessern, oder hier Klonstation, ne? Wenn da eine Rakete ankommt. Jetzt schon auf den dritten Schnittpunkt? Nee, mehr Antrieb? Als nächstes. Ich habe gerade vier Systeme im Auge. Plus zwei. Türen, Cockpit, Antrieb, Klonstation, nebenbei Waffen für bald meine tolle Waffe.
tollere Waffe und Hacking. Das sind die beiden plus zwei. Damit bekommen wir auch ein Zweierschild weg. Erstmal Türen. Du entdeckst eine kleine Station, die mit hunderten Reparaturdrohnen ausgestattet ist. Du hältst eine automatische Nachricht. Wir wissen nicht, wer sie sind und es ist uns auch egal, aber hier sind sie am richtigen Ort für Schiffsreparaturen. Ist günstig, zwei Blöcke. Wer weiß, wann der nächste Laden kommt. Ich repariere 5-mal Hüllenschaden für 10 Schrott. Vielen Dank für das Geschäft. Also, vielen Dank für das Geschäft. Erstattungen ausgeschlossen. Und dann zum Ausgang. Ich könnte hier mit den Rebellen spielen. Nee, will ich aber nicht. Ich freue mich gerade über meine Hülle und gute Güter. Dann kann ich mich auf meine Systeme mit dem Schrott, den wir jetzt bald noch bekommen, konzentrieren. Eine Station in der Nähe ruft dich. Ein Föderationskreuzer, der ins Gebiet der Rebellen springt? Ziemlich mutig. Du willst schon deine Waffen aktivieren, da fährt er fort. Zum Glück für sie unterstützen wir die Rebellion nicht. Vielleicht helfen ihnen ja ein paar Vorräte lebend, ein sicheres Gebiet zu erreichen. Eine Rakete, drunter 19 Schrott, vielen Dank. Also der Engi-Sektor war ein Traum. So viele Geschenke bekommen, Kämpfe gut überstanden. Sauber. Felis. Die widerstehen ganz gerne, aber in Nebel habe ich gerade gar keine Lust, deswegen Felis-Gebiet. Zweimal rot, dann können wir uns entscheiden, ob Ruhepause, muss aber nicht heißen, ziviler Sektor und Ruhepause, oder feindlich. Auf in den Felis-Sektor. Läuft bisher ganz gut. Die Felis sind ein mächtiges und stolzes Volk. Es ist nicht unmöglich, ihren Raum ungehindert zu durchqueren, aber verlass dich lieber nicht darauf. Notfall. Da könnten wir dann nach unten. Keine Sackgasse, das ist schon mal gut. Dann kann ich immer noch so hoch und dann hier herumtingeln. Auf jeden Fall erstmal den Notfall. Gucken, ob es eine Verarsche ist. Du erreichst den Senatpunkt und entdeckst ein Piratenschiff. Dieses Notsignal scheint eine Falle zu sein. Ein besonderes System haben sie nicht. Die haben 4 Schuss als Waffen. Na gut, auf in den Kampf. So, schön, die haben uns einen Schaden beim Antrieb gemacht. Oh, die haben aber immer noch einen Balken da. Und jetzt haben wir schon wieder eine gute Überhand bei diesem Kampf. Wird Zeit, mal ein zweites System anzugreifen. Was die dann reparieren müssen. Wenn die sich aufteilen müssen, tun die sich schwieriger, unseren Schaden wieder zu reparieren. Als nächstes geht's wieder auf die Waffen. Zu früh geschossen, aber jeder Schuss kam an. Glück gehabt. Sonst wäre die Ionkugel gleich für den Popo gewesen. Sie bieten dir einen Teil ihrer Waren an, wenn du ihr Schiff nicht zerstörst. Waren. Ich dachte schon Händler. 3-mal Treibstoff drunter und 17 Schrott. Klingt jetzt gar nicht mal so verkehrt. Umgerechnet sind das 26, 34. Viel mehr bekommen wir eh nicht raus. Und wir können alles gebrauchen, was sie uns anbieten. Nehme ich an. Klingt irgendwie vernünftig. Und die haben nochmal eine zweite Chance, sich zu bessern. Wobei, es sind Piraten. Wobei immer die Piraten, die wir aus dem Gürtel befreit haben, aus dem Asteroidengürtel, die haben sich immer bedankt. Bisher immer bedankt. Das mal so nebenbei. Ich
versuche auf jeden Fall hier einen Schwung mitzunehmen. Und dann so langsam mich zum Ausgang zu arbeiten, um hier noch gut um den Ausgang herumzukommen. Aber günstig wäre es, wenn ich... Mist. Wenn ich von hier unten anfangen könnte. Dann könnte ich nämlich so gehen, ganz lange um den Ausgang kreisen, ohne vor ihn zu kommen. Macht aber keinen großen Unterschied. Den nehme ich auch noch mit. Ich werde zusehen, den Weg hier dann so kurz wie möglich zu halten. Smith, oh, eine Sonne. Aha. War das beim letzten Schiff oder bei dem ersten Lanius-Schiff, wo wir 6 Sonnen hatten? Ich glaube beim ersten... Egal. Sobald du ankommst, hörst du das charakterische Geräusch eines Teleporters und rufe durch das Schiff. Hallen. Ihr werdet brennen, ihr verdammten Aliens. Oh Mann, kein Kampf, wieder bloß Erfahrungspunkte. Fehles. Erfahrungspunkte, die wir eh nicht bekommen. Scheiße, das sind Fehles, die halten aus. Greifen wir erstmal die Kamera an. Jetzt müsste der hier ausfallen, das wäre lustig. Okay, wir schicken schon mal Magma mit runter. Schlaue Idee. Kameras aus. Wird hier gleich zu zweit gekämpft. Hier wird ja schon Luft rausgezogen. Er schlägt immer noch dagegen. Ist der jetzt oben lang, der Typ? Er kann hier eh nicht rein, aber ich mache hier lieber mal zu. Okay, er klopft da an. Ah, die Sonne kommt ja auch noch gleich. Okay, dann machen wir schon mal auf. Wir haben ja eh keine Krankenstation. Falls da oben ein Feuer ausbricht, ist es schnell wieder weg. Hier auch noch. Das lasse ich mal als Rückzugsort. Nicht das Cockpit, aber die beiden Räume davor. Da ist gleich hinüber. Ihr beiden geht da mal rein. Bei den Türen ist jetzt auch noch ein Feuer. Nee, Kampf, Entschuldigung. Beim Sauerstoff aber geht gleich aus. Okay. Will bleibt denn bei den Waffen? Ja, Smith muss zum Antrieb, nicht Magma. Achso, wir müssen noch ganz machen. Das Feuer ist aus. Riecht sonst noch ein Feuer? Mal gucken. Gucken ist auch gut. Mal lauschen. Die wieder zumachen. Sophia war am Steuer. Du gehst wieder zu den Schilden, weil wir müssen gleich los. Oh cool. Ist ja gerade keiner dran von den Lanius. So, wir sehen auch wieder was. Und bevor die nächste Flamme kommt, dampfen wir ab. Ach nee, der Antrieb muss noch geladen werden. Oh. Ah, das schaffen wir. Das geht schnell. Schaut mal. Die 25% machen auch was mit. War gar nicht so schlimm, aber mir wäre es lieber gewesen, wir hätten jetzt hier keinen Kampf gehabt. Keinen Kampf an unserem Schiff, sondern gegen ein anderes. Tschüss, Sonne. Oh, ein Asteroidenfeld. Gut, mit einem Zweierschild, aber die auch. Oh, die haben Wrackteilwerfer. Und ein Teleporter und eine Klonstation, aber auch eben Tarnung. Das wäre ein interessanter und etwas härterer Kampf. Ich werde sobald es geht hacken. Kleinste Risse in den Schilden sprühen Funken und knistern, als das Schiff in den Schatten eines riesigen Asteroiden springt. Mehr Asteroiden folgen, sowie ein verirrtes und aggressives, fehles Piratenschiff. Flak 1, naja, Flak 2 war echt übel gewesen. Oh nee, ein fehles im Cockpit, das ist scheiße. Gucken, ob die Klonstation anbleibt. Ich frage mich gerade, soll ich die beiden lieber abziehen? Die haben noch mehr Energie. Ja, mache ich. Also ist voll. Sophia geht gleich mal zum Antrieb, damit wir noch etwas mehr ausweichen. Du gehst auf dein Hauptgebiet. Wir warten aber, bis da Sauerstoff drin ist. Jetzt nutze ich halt den Antrieb ab, aber solange die schießen, will ich maximal Antrieb haben. Und
Und wir hacken jetzt schon mal deren Schildsystem. Zeitlich passt das noch wunderbar. Sauerstoff fehlt immer noch beim Antrieb. Hätte vielleicht eher die Waffen hacken sollen. Mit den ganzen Steinen bekommen wir Unterstützung, aber so kann ich ja gleich auf die wichtigen Systeme schießen. Oh, scheiße, die... Ah, nein, die Laserkanone. Sauerstoff gerade nicht an, da kann ich lange warten, bis der Sauerstoff reinkommt. Geht schon mal hin. Der dampft ab. Dann geht Sophia schon mal ins Cockpit. Auch wenn da gerade kein Sauerstoff ist. Weil die schießen schon wieder. Bleib du mal kurz bei den Schilden. Okay. Geht schon wieder. Ah, nicht gut. Ah, wieder über die Leute drüber. Krank. Klonschützen ist an. Ah, trifft das Schildsystem auch nicht gut. Waffen aber gleich wieder Stufe 2. Dann... Schilde sind auch sehr wichtig. Die beiden, die Sauerstoff abziehen, die gehen in einen Raum, weil hier gerade auch kein Sauerstoff ist. Wir können gerade die Waffen nicht aufladen. Ja, es läuft super, der Kampf. Gucken, wie viel Höllenschaden es bei uns gibt. Ich lasse meine Leute jetzt da, wo sie sind. Ich weiß ja eh nicht, wo sie hinschießen. Jetzt kommt wieder einer rüber. Oh nee, der will die Klonstation kaputt machen. Blöder Arsch. Merkt sofort, oh kacke, kein Sauerstoff. Na dann weg da. Aber zum Sauerstoff gehen ist auch kacke. Wie geht's unseren Leuten? Nicht so gut, aber wir können gleich... Ah, gleich schießen ist relativ. Ah, der Gegner ist der erste richtig knackige. Knackig? Fehlt es. Ah, geht noch nicht. Wird noch repariert. Jetzt schon hacken. Nee, noch nicht. Kein Zecken. Der Felis klopft fleißig an der Tür. Dann machen wir hinter ihm auf. Dann können wir hier zumachen, damit er nicht noch weiter durchrutscht. Okay, wir können gleich schießen. Ah, jetzt die Klonschützen angekratzt. Weg mit den Kackwaffen, vor allem mit der Flak, weil der Rest ist uns egal. Mit einem Zweierschild und Asteroiden ist auch relativ egal. Mist, ich schieße zu spät. Aber die Flak ist trotzdem weg. Ah, ich habe nicht zugemacht. Mist, ich Depp. Ich wollte doch hier zumachen, nachdem hier durch ist und hier kein Sauerstoff. Ach, Mist. Der Weg gleich ganz runter. Weil hier kein Sauerstoff ist. Er tanzt sich gut, dann können wir uns um ihn kümmern. So oder so müssen wir irgendwann gegen den kämpfen. Lieber dann, wenn die Klonstation an ist, wenn sie wirklich mal an ist. Machen wir so. Die Flak ist ja gerade nicht da. Okay, Ionenbetäuber braucht noch etwas. Der dampft ab. Ich mache trotzdem alle Türen zu, wer weiß, wo der als nächstes reinkommt. Wells wieder zu den Waffen, genau. Magma geht schon mal wieder zu den Schilden so leicht. Ionenbetäuber fliegt schon mal. Oh, da ist jemand fast tot, aber die haben ja eh eine Klonstation. So, du wartest, dass hier gleich wieder Sauerstoff drin ist. Dann gehen wir auf die Waffen. Wir wollen nicht noch mehr Höllenschaden bekommen, das war schon genug. Wenn das Schildsystem bei denen weg ist, dann haben die ein Problem, weil dann helfen die Asteroiden. Laserknolle gleich bereit, deswegen jetzt schon hacken. Jetzt schon ist gut, ich war einen Schildpunkt zu spät dran. Nein! Ja, ich weiß, die Waffen kommen gleich wieder, aber ich will, dass die kein Schildsystem mehr haben. Widerstanden. Oh, ein Feuer ist drin, das ist gut.
So, beide Waffen wieder bereit. Schildpunkt weg und dann gehen wir auf die Waffen. Oder? Nee, auf das Schützestür. Ach, durch das Feuer ist das Ding ausgefallen. Hätte ich doch mal aufs Cockpit vorsichtshalber geschossen, denn wenn das Schild da ist, wenn der Schild da ist, dann geht das ja eh auf das Schildsystem. Und wenn nichts da ist, geht's halt auf den Raum, den ich anvisiert habe. Aber die dürften jetzt im Eimer sein. Das kriegen sie nicht mehr gebogen. Letzte Rettung, Tarnung. Wir müssen erstmal das Feuer ausknöpfen. Bombs. Der agiert aber knapp, der Remo. Wir schießen gleich mal da drauf, dann können sie weniger reparieren. Weil der eine Steinklotz erstmal wieder ganz gemacht werden muss. Klonstation war an, aber wer weiß. Vielleicht hätten die ja eh eine DNA-Datenbank gehabt. Hat uns einiges an Hülle gekostet, aber war letztendlich doch ein toller Kampf. Eine Rakete drunter und 34 Schrott. Nun gut. Heilung ist nicht, weil leider keine Krankenstation, das nervt mich. Die Asteroiden fallen gut, ich mache eine Pause, Leertaste Pause. Und bis zum nächsten Mal, macht's gut. Und tschüss.